Ich bin Jin Kalle und das wisst ihr auch schon, ich bin 21, bruh. Aber nicht 21 Savage. Und mein Catchphrase, Motherfucker, ist: Drogen sind schlecht. Mein Name ist Dennis, ich bin 30. Neues Jahr, neues Glück. Ich bin Maxine, 21. Um mir die Brüste machen zu lassen, war bisher die beste Kapitalanlage. Und damit herzlich willkommen zu Erkennst du den Song, liebe Freunde? Euer liebstes Musikformat auf YouTube. Heute wieder mit zwei tollen Gästen. Zu meiner Linken, Maxine. Hi. Und zu meiner Rechten, German Trapstar, Jin Kalle. Wieso bist du hier? Bist du Musikfan oder bist du Fan von mir? Oder beides? Ich kenne euch tatsächlich schon, seitdem ihr 100.000 Abonnenten habt. Also seit 2011. Krass. Okay. Ja, und ich finde die Show echt cool. Danke, das finde ich auch super. Top. Daumen nach oben. Jin Kalle, du bist Trapstar. Was hörst du denn? Also hast du auch Musiker, die vielleicht im Mainstream, die du kennst? Oder kennst du echt nur den nicesten Dope-Shit? Ich kenn all den nicesten Dope-Shit und noch mehr, Bro. Du wirst heute gewinnen. Und mehr muss man auch nicht kennen. Und ich werde heute hier gewinnen, auch wenn ich außer den nicesten Dope-Shit keine anderen Sachen kenne. Also mal gucken, was hier jetzt kommt. Ich will das da, Bro. Das ist Gold. Der liebe Miggi wird uns gleich Songs vorspielen. Wenn wir denken, den Song und Interpreten kennen wir dann. Und Feature auch noch. Was haben wir? Du? Feature auch natürlich. Wenn beides stimmt, gibt's einen Punkt. Fuck. Wenn was fehlt und was falsch ist, ist man für diese Runde gesperrt und darf jetzt in der nächsten wieder mitmachen. Oh shit. Und wer zuerst 5 Punkte hat, der darf die goldene Ananas berühren, aber nicht mit nach Hause nehmen. Ich will das da, Bro. Das ist Gold. Ich laufe, komm nicht mehr nach draußen. Ja, ich brauche. Das war Rin. 3, 2, 1. Die ganze Pause, ja, es funkelt. Ja. Doch mein Herz ist dunkel. Oh Mann! Ja. Die Rowley ist noch voller Klunker. Ja. Es ist Party in der ganzen Stadt. Na klar, Rin, Dior 2001. Ich bin in meinem Zimmer rein, sie geht den Wald. Dior 2001. 2001, wann bist du geboren, in welchem Jahr? 1999. War ein grandioses Jahr, 1999. Ja, Mann, ich bin da auch geboren. Hey, yeah. 99 war ein tolles Jahr. Yeah, 99 Gang, till infinity. Ich weiß noch, als es 2000 dann den Jahreswechsel geben sollte, also ins Jahr 2000, dann haben alle Leute gedacht, es gibt einen Weltuntergang. Dieses Jahr ist die Weltuntergang, weil mein Tape ist so Abriss, Bro. Damn, das kam natürlich letztes Jahr raus, wir sind in 2021. Oh, X, Gucci Gang, Gucci Gang, ja, Start a day off with a pint. Ask my teacher how to live life. Bro, it's muss ich den Text pump. Sagen? Du musst sagen, it's Lil Pump, Bro. Fuck. 3, 2, 1. Off with a pint. More trash setter. Gucci Gang. Bustin' out, all you bitch, wrap it off. Ja, Lil Pump, Gucci Gang? No. In my sweater. Oh. I'm a drug addict, I'm richer than my professor. Man, fuck school. Drug man, bro. Ja, man, bro. Maxine, du bist aus Dortmund. Hast du uns was mitgebracht? Ein Geschenk, sehe ich schon. Ich darf es nicht anfassen, aber zeig du es in die Kamera, was du uns mitgebracht hast. Oh, shit. Ich hab euch natürlich einmal die klassische Stadionbrust mitgebracht. Oh, yeah. Und noch so ein BVB-Starter-Kit. So ein. Oh. Wow, der ist so sweet, der ist so sweet. Bist du Fan von einem Fußballverein? Ja, Mann, Bayern München, weil ich habe Big Family in München und mein Opa hat immer Fußball geguckt, so at every free occasion. Mhm. Was ist denn deine Mannschaft? Fortuna Düsseldorf. Wow, Bro. Unheilig, geboren um zu leben. Hä? Das ist unheilig. Wir spielen unsere Streiche. Jetzt kommt Drake. Keiner kommt uns drauf. Wir haben unsere Ziele, doch nehmen's nicht so ernst. Hä? Als Schlumpf kann nichts passieren. Das sind die Schlümpfe. Als Schlumpf kann nichts passieren. Wenn du dich nicht weit entfernst. Wir sind geboren, um zu schlumpfen. Machen uns eine tolle Zeit. Was meinen die denn mit dem Neologismus, bitte? Was meinen die mit dem Neologismus?
Wir sind gekommen, um zu schlumpfen. Geboren, um zu schlumpfen. Geboren, um zu schlumpfen? Bruder, das klingt irgendwie sehr zotisch, Dicker. Ja. Toll, ja, Grüße an die Schlümpfe. Ich bin geboren, um zu schlumpfen. Grüße an die Schlümpfe. Okay. Schönen blauen Menschen. Ja, weiter geht's. Rihanna. Ist das Rihanna California King Bad? Musst dir jetzt lassen, es war gut. Bei diesem Song wurde ich bekanntlich entjungfert. Es war eine tolle Nacht, es waren tolle 8 Minuten. Wann war das? Super. Digga, 8 Minuten, Bro? Stark, Digga. Ich will immer gar nicht ficken, ich kuschel nur. Ja, Maxime, wichtig ist Kuscheln. Ganz wichtig. Mega wichtig. Bist du ein Kuschelbär? Bist du kuscheladdicted? Addicted jetzt nicht, aber ist die schon im Winter schön. Die Brustimplantate waren wichtiger, oder? Safe. Oh Mann, die stören doch nicht beim Kuscheln, oder? Die Implantate. Nee, auf gar keinen Fall. Everybody knows my past. What? Justin Bieber Lonely. As if. Featuring? Chance the Rapper. Hey, komm, hey, hast du noch eine Chance? Maybe that's the price you pay for the money and fame at an early age. Das ist Justin Bieber. Das ist Justin Bieber, oder? Wenn sie es sagt, glaube ich, sie ist auch, dass es weiß, ja? Wenn sie direkt wusste. Aber ist das nicht nur der Typ, der im Video mitspielt? Wow, wow, I'm not lonely. Warst du früher im Bieber-Fieber mit 14? Ja, schon. Also ich war auch schon auf 3 Konzerten. Und, Ich hab den auch mad gefeiert, aber ich war sogar in diesem Kinofilm, den er gemacht hat damals. Es gibt auch tolle Schlümpfe-Filme im Kino, gibt's auch ganz toll. Bro, 3D-Kinofilme, alles toll. Or just watching me getting fucking drunk. Der Song war von mir. Der Song war von Jan Kalle. Und der heißt Suchlin. Ja, Mann, auf mein neues Tape. Auf einen neuen Tape, gedroppt am 18.12.2020. Das heißt, Color allein zu Hause. Go listen to that shit. It's fucking turn. Maxine, hast du schon mal Lean getrunken? Bitte was? Hast du schon mal Lean getrunken? Und das ist Codein mit Prometazin gemixt in so süßem Sirup. Das kriegen, Menschen, klar, nein, das kriegen Menschen verschrieben gegen Husten, weil Codein unterdrückt Hustenreiz. Aber es ist auch ein Opiat und macht highly addictive, weil es sich geil anfühlt. Alles Sollen wir nachher mal Lean trinken gehen? Yeah, mit let's Eis? Do that! Ich bezahl das, das ist teuer, Bro. Bro, 80 Milliliter Macatecin kosten, wenn du abgezogen wirst, 280 Euro. 289 Euro? Ja, ich krieg die für... Ja, lass mal später reden. Okay, wir reden später. Ich mach die gute Preise, klar. Ich kläre ihm gute Preise. Skinny Bitch und sie poppt eine Mali. Emilio Miley Cyrus. Hä, du hast 2 Wörter gehört. How did you do this? Emilio ist ein süßer Typ. Oh, she crushing, boy. You better be fast, bevor ich bin. Yeah, boy. Ja, sowas ist nicht meine Musik, höre ich nicht ganz so oft, aber trotzdem Respekt. Ey, wer redet, was ich die ganze Zeit hier heimlich unter diesem Tisch mache, der kriegt von mir 1000 Euro PayPal überwiesen. Schreibt's in die Kommentare. Macht es, Freunde, macht es, macht es. Weiter geht's. Warte, bis er wieder nach oben ist. Digga, alles easy, ich höre auch da unten. Ja! Komm alle mit Klatschen! 1, 2, 3! Ja. Großer Kuschelbär von Candice! Geil, Digga! Hätte ich gar nicht gewusst, aber fuck with the energy. Vielleicht werde ich bald Schlagersänger, wer weiß? Ja, wer weiß. Maxi, was machst du in deiner Freizeit so? Ich studiere Jura. Oh. Wie, was? Jura? Jura? I got a lot of du jobs verkaufst for you. Ihr billig Ich hab viele Jobs für dich, no care. Okay. I'm so rich that I kept on a steak. I paved the way for these young niggas. 2015 started talking about walking out. Bro, what a sip it, huh? 2016, I dropped that star. Now niggas want what my image. Ha! This fucking smoke perp vibes in the spot. Damn! Dieser Song. Keiner kennt den fucking Song und everybody that's hating on Perp, go listen to that song. He never fell off. Er ist der beste Rapper der Welt, you bitch asses. Damn.
ist doch auch. Ja, Mann. Call Me Maybe von Carly Rae Jepsen. Boah! Yeah! Yeah! Yeah, yeah. Ich konnte damals, da war ich in der 6. Klasse, konnte ich den Song auswendig. Ich hab das mad gefeiert. Maxi, wie ist das, wenn ich mit einem Mädchen schreibe? Mhm. Soll ich sie dann anrufen oder nach einem Date oder soll ich warten, bis sie auf mich zukommt? Nee, ich finde das schon gentleman-like, wenn man sich nach dem Date meldet und einmal irgendwie so sagt, ey, war ein schönes Treffen, so hat mich gefreut. Was ist, wenn ich quasi nach dem ersten Date, wir haben ein Date gehabt, wir waren im Kino und dann schicke ich einfach mal so ein Schwanzbild. Ja. Was ist, wenn du einfach beim ersten Date schon gefickt hast? Bro, also ja, kann ja sein, ist ja nicht schlimm. Digga, ich weiß nicht, Leute, das ist doch eigentlich das Goal, oder? Ist nicht auch heutzutage. Ist das normal? Mann, warum geht man immer nur so, Jungs sind so drauf? Girls heute wollen doch auch smashen einfach oft, oder? Ja, kommt ja drauf an, wie man sich kennenlernt, ne? Ob das was Ernsteres wird oder nicht. Ne? Ja, also kommt auf die Intention an, mit der das Girl schon ankommt beim ersten Date. Ich weiß, vielleicht musst du da andere Girls die suchen, ja, die mit einer anderen. Aber Dickpics würde ich sein lassen. Dickpics, ne? Krieg ich relativ oft lassen. Dickpics sind wack as hell, bro. Never send a Dickpic zu einem Girl, bro. Warum machst du sowas? Ja, warum? Ist nicht cool. Ich frag mich immer, was da. Hell no, don't do this. Fucking Kalle against Dickpics. Wie steht's, Miki? Gib mal einen Zwischenstand. 3-3-1. Ich hab dich eingeholt, motherfucker. Ist noch nichts verloren. Ich hab Carly Rae Jepsen erraten, bro. Wow, allein deswegen, bro, solltest du eigentlich schon gewinnen. Aber ich hab dafür Candice erraten. Als ich gedrückt hab, wusste nicht mal irgendwie ihren Namen, aber er ist in meinen Kopf gekommen. Cause I'm a smart motherfucker. Du hast Glück, dass ich spiele und ich Benny, weil er hätte schon ganz viele Fragen zu deinem Busen gestellt. Deswegen kannst du Glück sein, dass wow, ich hier bin. Wow, ich hab schon gemerkt, Digga. Der war eben auch schon so zotisch unterwegs. Ja, voll. Digga. Die Regierung sagte kein Grund zur Panik, aber das sagte auch der Captain der Titanic. Dann kam der Lockdown. Moneyboy Rap Up 2020. Damn! 2020 war ein hartes Jahr. Es ist viel zu viel passiert. Wer steht jetzt hier mit viel vorne? Ist es Jim Kalle? Du hast einen Matchball. Ist er nie? Du hast jetzt einen Matchball. Wenn du den nächsten Song richtig errätst, dann hast du gewonnen. Oh! Ja. Just kids when we fell in love. Ha! Kann mich nicht anhören, Bro. Ist so eine tolle Musik zum Heiraten, um dann. Ja, aber ich will nicht heiraten, Bro. Kein Bock auf heiraten? Nein, Bro. Ich liebe Liebe und ich liebe, wenn ich verliebt bin. Und ich war es jetzt ein bisschen länger nicht und ist schade. Aber ich will trotzdem nicht heiraten. Ich finde, heiraten ist nicht nötig, um die Liebe zu verschließen oder irgendwas. Was ist deine Meinung zum Thema Heirat? Ja, also tendenziell hat er recht. Ne? Natürlich muss man nicht verheiratet sein, damit man weiß, dass man zusammengehört. Aber ich finde das so einfach als symbolische Geste, dass man halt zusammen den gleichen Nachnamen hat und dann so gemeinsam als Familie auftritt, das finde ich halt schön. Und Ehevertrag, ja oder nein? Natürlich. Geblendet von dem Blitzlichtgewitter, steig in Maybach bei Nacht und komm nicht klar. Ich bleib allein, obwohl ich so viel Besitz hab. Ist das Katja Krasavice, ich seh? Wie wär's mit dem Feature mit Katja? Ey, Digga, krass, dass du so ansprichst, Digga. Yes. Weil, Katja, wenn du das siehst, ich würde dich gerne für ein Musikvideo buchen. Hit me up. Und dann können wir auch drüber reden, ob man ein Feature macht, Digga. Wieso nicht? Auf der Hauptparte, back vom Bazaar, alte Liebe. Was, hab ich keine Ahnung. Neue Liebe, mein Arm, die sind Engel. Hauseingang, Pascha, Bro, schau dann an meinen Boy. Diese kleine Scheine. Schau doch, Pascha, Bro. I love you, Digga. Ich erinnere mich noch, wo wir Songs gemacht haben. Vor fast 2 Jahren inzwischen, Digga. Bei dir zu Hause in deinem Wohnzimmer, Digga. Mit einem 100€ USB-Mikrofon. Love you, Bro. Du darfst die Gold Ananas holen. Zu dir, wenn du Digga, willst. Digga, hab ich gewonnen? Ja, das ist gewonnen. Yeah! Yeah. Yeah. Ja, Maxine, danke, dass du dabei warst. Großen Applaus. Danke dir. Ich möchte noch ein paar Worte sagen, deine Freunde da draußen oder so, oder? Ja, an meine Familie, die das jetzt sieht und nicht wusste, dass ich mir die Brüste hab machen lassen, jetzt wisst ihr es. Ey, Gang, Gang.
Wow, I love you. Jean-Kalle, nochmal ein letztes Statement. Letztes Statement ist, muss ich nochmal unterstreichen, Drogen sind schlecht. Oben gibt's für euch eine Reportage von Steuerung F über Tilly Dean. Und unten gibt's für euch, ist das Mode oder kann das weg mit Jean-Kalle. Auf jeden Fall auschecken. In diesem Sinne, auf Worldwide Wiedersehen und Farewell. Hammer! Yeah.